Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Nach einem Jahr Trennung ist bei Helene Fischer und Florian Silbereisen plötzlich alles anders. Noch wenige Wochen, dann ist 2019 passé. Das Jahr, das für Florian Silbereisen, 38, so einsam begann. Denn zum ersten Mal seit langem war seine große Liebe Helene Fischer, 35, in der Silvesternacht nicht an seiner Seite. Sie feierte den Jahreswechsel in den Armen ihres neuen Partners Thomas Hittel, 34. Ziemlich genau 12 Monate später ist alles anders, Flori hat sich sein Glück zurückerkämpft und macht nun Zukunftspläne für 2020. Ganz oben auf seiner Agenda, er will in seiner Rolle als Traumschiffkapitän überzeugen und weitere Folgen drehen. Und auch als Sänger startet er weiter durch, mit seiner Tour Das große Schlagerfest XXL ist er in 26 deutschen Städten unterwegs. Seine Ex-Freundin geht es hingegen ruhiger an, sie gibt im kommenden Jahr nur 3 Konzerte in Österreich und der Schweiz. Helene will sich, so heißt es, auf ihr Privatleben konzentrieren und endlich den Bau ihres Hauses in Bayern abschließen. Alles andere wird deshalb hinten angestellt, verrät Günther Sittel, der Vater ihres Freundes, ich denke mal, da sind jetzt andere Prioritäten wie Hausbau, da wird eine Hochzeit nicht gut reinpassen. Auch das Thema Nachwuchs scheint deshalb auf Eis zu liegen, ein Baby ist meines Wissens nach noch gar kein Thema, so Günther Sittel. Dabei wollte Helene seit Jahren Mama werden. Als sie sich 2019 aus der Öffentlichkeit zurückzog, dachten viele, dass es nun soweit sei. Doch Fehlanzeige. Warum? Vielleicht ist die Beziehung zu ihrem Thomas doch nicht mehr so harmonisch, wie es anfangs schien? Denn sein Vater verrät auch, dass der Artist zugunsten seiner Freundin seinen Beruf aufgegeben hat. Ich denke, er hat jetzt andere Aufgaben rund um Helene Fischer, verkündet er. Vielleicht wird die dauerhafte Nähe den beiden zum Verhängnis. Gerade jetzt, am Ende des Jahres, hat Helene Zeit, über vieles nachzudenken. Wir bleiben weiter die besten Freunde, sagte sie vor wenigen Wochen über die Freundschaft mit Flori. Wird ihr vielleicht klar, dass doch der falsche Mann nur ein Freund ist? Nächste Nachrichten, endlich ist es raus. Sender ZDF lüftete jetzt Helene Fischers wohlbehütetes Geheimnis. Was wäre Weihnachten nur ohne Helene Fischer? Seit 2011 sorgt die Schlagerqueen mit ihrer Helene Fischer Show Feiertagsstimmung in den heimischen Wohnzimmern. Am 25. Dezember ist es wieder soweit. Jetzt wurde enthüllt, wer die prominenten Gäste in diesem Jahr sind. Sender ZDF ließ jetzt endlich die Bombe platzen. Die Zuschauer können sich auf Stars wie Howard Carpendale, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, Mark Forster, Michelle Hunziker, Bülent Ceylan und Unag freuen. Weiteres Highlight, Helene wird gemeinsam mit Thomas Gottschalk, Heinz Honig und Mark Keller das Musical My Fair Lady neu interpretieren. Doch auch die internationale Prominenz lässt sich das Event nicht entgehen. So hat sich auch Backstreet Boys Star Nick Carter angekündigt. Das wird ein Mega-Event. Und vielleicht lässt sich ja auch noch der ein oder andere Überraschungsgast bei Helene blicken. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.